Hallihallo, meine Lieben, jetzt hier im neuen Video. Wir haben ja jetzt unseren Blog bzw. unsere Seite aufgeschalten bei Checkdomain und haben jetzt auch ungefähr 24 Stunden warten müssen, bis unser Blog hier auch zu sehen ist. Was wir aber jetzt hier noch machen müssten, ist dieses SSL-Zertifikat beantragen. Das ist ja dafür da, dass unsere Seite HTTPS verschlüsselt ist und dass wir dort natürlich auch diese Sicherheit dieser Verschlüsselung haben. Und das stellen wir jetzt hier ganz einfach wieder bei den drei Punkten. Also sucht euch jetzt wieder eure Seite heraus, die wir gerade aufgeschalten haben. Nehmt dann hier wieder die drei Punkte und geht hier oben auf Aktiviere SSL-Verschlüsselung. Ne? Somit haben wir jetzt unser SSL-Zertifikat beantragt und es kann bis zu 2 Stunden dauern, bis es aktiv ist. Ne? Also ganz, ganz einfach 3 Pünktchen gehen, SSL-Zertifikat hier beantragen und ihr seht ja schon, es ist jetzt hier ein ja, kleines Schloss hier davor. Ne? Und das heißt dann, dass das dann hier SSL aktiv ist. Ne? So sieht das dann aus. Und das war's eigentlich schon in diesem kleinen Video. Wir werden uns im nächsten Video mit dem Facebook Pixel beschäftigen, den wir ja dann auch noch einstellen können. Und das zeige ich euch dann im nächsten Video. Bis dahin und ciao, eure Gabi.